Heute ist mal wieder Zeit für den US-Arbeitsmarkt in den USA. Ganz klar stehen hier die Non-Farm Payrolls an erster Stelle. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir schauen einfach mal so ein bisschen auf das Thema Non-Farm Payrolls, was hier aktuell wichtig ist. Zuvor der Risikohinweis, den bitte ich wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann hier zu Verlusten führen. Worum geht es jetzt an dieser Stelle hier? In der Agenda, die Non-Farm Payrolls einfach einmal im Detail. Man hört immer wieder davon, warum das wichtig ist, was hier passieren kann, worauf der Markt schaut. Viele Trader schauen auch immer genau dann um die Veröffentlichungszeit hin, wann genau der Markt hier die Zahlen bringt und versucht dann, den ein oder anderen Trade mit abzusetzen. Das ist für den kurzfristigen Bereich richtig und wichtig. Wir hatten lange Zeiten, wo relativ wenig an den Märkten dort passiert ist, einfach weil es wirtschaftlich nicht ganz so relevant gewesen ist. Wir haben eine sehr, sehr hohe Beschäftigungsquote in den USA. Das heißt, ob hier das Ganze mal ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr war, das hat keine großen Einflüsse auf die Märkte gehabt. Aber im letzten Monat gab es doch eine ordentliche Bewegung danach. Warum? Es gab Spekulationen, dass die Zinsen gesenkt werden können. Also hier gab es seit vielen, vielen Jahren etwas, was neu gewesen ist, was wieder aufgekommen ist. Da gehen wir gleich auch mal rein. Dann schauen wir mal auf die FED-Entscheidung pro Wirtschaft, weil diese Daten sind auch für die FED sehr, sehr wichtig. Und wir bringen in diesem Zusammenhang auch nochmal das Zinsumfeld rein. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Das ist alles miteinander verknüpft sozusagen. Und hier haben wir dann mal ein paar Fakten zum Thema Rally oder Crash. Warum habe ich das heute auf der Uhr? Wir sehen hier in Teilen diffuse Bilder. So richtig eine Entscheidung gibt es nicht. Das ist das, was momentan etwas schwierig ist einzuordnen. Aber wir gucken uns das Ganze mal an und dann kann sich am Ende jeder so ein bisschen auch eine Meinung bilden. Das heißt, wir kratzen einfach mal ein bisschen an der Oberfläche zu diesen Themen hier an dieser Stelle. Machen wir also weiter mit den Non-Farm Payrolls. Was sind die Non-Farm Payrolls? Viele werden es wissen, der ein oder andere ist aber hier auch zum ersten Mal dabei. Wir haben hier in den Non-Farm Payrolls die Veränderung der Beschäftigung ohne die Landwirtschaft. Das Ganze wird monatlich erhoben und immer am ersten Freitag im Monat herausgegeben. Das Ganze ist einer der US-Wirtschaftsindikatoren mit der höchsten Aussagekraft, also an dieser Stelle auch extrem wichtig für die Fed, also für die Zentralbank in den USA, und hat dann natürlich auch eine Aussagekraft für die Wirtschaft und beeinflusst entsprechend auch direkt den US-Dollar und auch die US-Indizes. Von der Lesweise her haben wir hier, wenn das Ganze wächst, das heißt, wenn die Zahlen, die herauskommen, ein steigendes Wachstum haben, dann stützt das Ganze, ist hier ein sinkendes Wachstum, also Zahlen, die rückläufig sind, ist das an erster Stelle immer ein Alarmzeichen. Warum ist das ein Alarmzeichen? Man muss sich einfach mal vergegenwärtigen, die US-Wirtschaft ist eine Wirtschaft, die sehr, sehr stark vom Inlandsverbrauch lebt. Das heißt, die Bürger in den USA geben hier den Ton vor. Und wenn wir hier plötzlich in eine Situation kommen, wo der Arbeitsmarkt in eine angespannte Lage kommt, die Arbeitslosenzahlen vielleicht wieder steigen, dann fangen die Leute einfach an, weniger Geld auszugeben. Und das hat dann direkten Einfluss auch auf die Wirtschaft. Das ist so ein Kreisel, der sich dann bildet. Das heißt, wenn sich der Arbeitsmarkt langsam in eine Richtung bewegt, wo er angespart oder angespannt ist, dann sparen die Leute, es wird weniger ausgegeben und so führt dann eins zum anderen. Der abnehmende Konsum sorgt dann dafür, dass weniger sozusagen produziert werden muss, dass die Gewinne der Unternehmen sinken. Dann hat das Ganze Einfluss auf die Löhne, das Ganze Einfluss auf den Arbeitsmarkt. Es gibt wieder mehr Arbeitslose und so weiter und so fort. Also das ist diese Spirale, die haben wir lange, lange, lange nicht bedient. Und jetzt haben wir sie wieder da und deswegen schauen wir hier direkt auch einmal genau hin, was hier passieren kann. Grafisch das Ganze mal aufgewertet. Ich habe hier eine Grafik mir mal rausgenommen von investing.com. Man sieht es hier am Logo, das Ganze hier an dieser Stelle. Wir sehen es mal. Wir haben jetzt hier lange Zeit wirklich immer richtig gute Nachrichten gehabt, aber wir hatten in diesem Jahr auch schon mal zwei Überraschungen. Das war einmal hier im Februar und einmal im Juni. Da haben wir hier 75.000 statt 185 gehabt.
Da muss man sagen, das war schon etwas ungünstig. Das hat die Märkte doch deutlich überrascht. Aber was ist passiert? Wir gucken mal ganz kurz rein. Das war am 6.7. Wir holen uns mal kurz den Markt hier rüber. Gucken wir uns mal an, den S&P 500 hier an dieser Stelle im Tageschart. So, die Taten waren ja schlecht. Man sollte in diesem Moment also davon ausgehen, wenn hier was schlecht ist, dass das Ganze auch sich deutlich nach unten entwickelt. Aber Pustekuchen, nichts ist passiert. Hier, wir gehen mal kurz auf den, wo haben wir ihn gehabt? Auf dem 7.6. So, 10, 9, 7, hier ist er. Hier. Bäm. Der Markt ist hier wahnsinnig nach oben geschossen in diese Richtung rein. Das war einfach ohne Halten gegeben an dieser Stelle. Was ist passiert? Plötzlich kam hier die Händler auf die Idee: Mensch, wenn jetzt die Arbeitslosenquote sich ungünstig entwickelt oder der Arbeitsmarkt, könnte das ja die Zentralbank unter Druck bringen und sie dazu bewegen, doch die Zinsen zu senken. Und niedrigere Zinsen sind ja oft gut für den Aktienmarkt. Why not? Und was ist passiert? Die Märkte haben genau das Ganze antizipiert, haben angefangen, eine Zinssenkung einzupreisen. Und jetzt stehen wir hier im Juli, wird erwartet, dass die Fed eine erste Zinssenkung macht. Den Märkten gefällt's. Das ist gut. Das ist schön, hier zu sehen. Langfristig, wenn das weiterhin in die andere Richtung geht, dann wird sich das natürlich immer auch negativ auf die Wirtschaft auswirken. Im kurzfristigen Bereich kann das allerdings auf Dynamik gelten. Das heißt, hier könnten wir jetzt auch eine Zeit an den Märkten bekommen, wo negative Nachrichten gut für steigende Aktienkurse sind, einfach weil die Fed noch genügend Pulver im Fass hat, die Zinsen zu senken, damit die Wirtschaft zu stützen. Und das ist dann am Ende gut für die Aktien. Langfristig kann das natürlich immer negative Konsequenzen haben. Wir schauen uns das nachher auch mal in dem Worst-Case-Szenario an dieser Stelle auch mit an. Gehen wir mal rüber zur Fed. Die Fed hat ja an dieser Stelle auch immer die Aufgabe, sich um die Wirtschaft zu kümmern. Die ist ja auch unabhängig von dem, was der Präsident sagt, auch wenn Herr Trump das manchmal anders möchte. Aber Herr Powell hat ja auch ganz klargestellt, die Fed ist unabhängig vom Weißen Haus. Das heißt, die trifft ihre Entscheidungen anhand der wichtigen Wirtschaftsmarker. Und die wichtigen Wirtschaftsmarker sind die Dinge, die wir hier auch immer beleuchten. Wir haben das BIS-Book, wir haben den Arbeitsmarkt und wir haben beispielsweise auch den Philly-Fed-Index. Das sind wichtige Marker, an denen die Fed misst, was sie zu tun hat. Und sie geht ja auf diese Dinge auch ein. Das haben wir ja immer auch gesehen, wenn wir beispielsweise das BIS-Book beleuchten und wir sehen, was die Fed im Nachgang macht, dass die schon die Frühindikatoren mit an die Hand nimmt und hier versucht, die Weichen in die richtige Richtung auch zu stellen. Heißt also hier, die Fed hat immer das Wirtschaftswachstum im Blick. Ja, das muss man wissen. Das Zünglein an der Waage sind hier im Moment die Zinsen. Na, die Fed ist ja in der schönen Situation, dass sie Zinsen hat, um das Ganze hier das in die richtige Richtung zu bewegen, die Kurse zu unterstützen durch Zinssenkungen. Dafür sind diese Mittel ja auch da. Die Inflation, die ist im Mai leicht rückläufig gewesen. Und das ist wieder so ein Punkt, wo man einfach sagen muss, okay, was denn nun? Eine leicht rückläufige Inflation heißt ja nicht gerade starkes Wirtschaftswachstum. Starkes Wirtschaftswachstum würde ja bedingen, dass hier die Zinsen nach oben gehen könnten, aber die Inflation ist etwas zurückgegangen und das gibt wieder etwas mehr Spielraum und auch etwas mehr, sage ich mal, Potenzial für Spekulationen in die Richtung, dass die Fed durchaus auch ein weiteres Argument hat, hier aufgrund dieser Tatsachen die Zinsen doch etwas zu senken. Das heißt, hier haben wir die Zinssenkungsfantasie jetzt direkt auch im Markt. Das sehen wir ja auch an den Indizes, was hier gespielt wird. Das heißt, niedrige Zinsen, das ist gut für die Aktien, weil in der Regel steigen in der Phase, wie wir jetzt auch sind, die Aktien weiter, wenn die Fed die Zinsen senkt, ganz einfach, weil dort hier dann möglicherweise die Renditen doch besser sind als vergleichbare Zinsen im, ja, im oder anders, man muss ja sagen, die Aktienrenditen sind ja in der Regel deutlich höher als am Zinsmarkt, aber es gibt halt einen großen Unterschied. Die Aktienmärkte sind da deutlich risikoreicher als der Zinsmarkt. Aber nichtsdestotrotz, der Aktienmarkt ist aktuell alternativlos an dieser Stelle und aus diesem Grund hier sinkende Zinsen gut für steigende Aktienkurse. Das sehen wir auch immer wieder. Schauen wir uns das mal an. Thema Inflation. Wir sehen es ja hier in den USA.
wenn wir das mal mit Europa vergleichen, lieber nicht. Aber egal, wir haben hier mal so die Inflation. Wir haben sie schon deutlich höher gehabt in 2018. Also die Zahlen sind ja auch schon etwas weiter nach unten gekommen. Und hier sehen wir es, wir sind im Mai etwas nach unten gerutscht. Das möglicherweise ein Pro-Argument für die ganze Fed-Politik. Auch der Ölpreis spielt ja übrigens eine relativ hohe Rolle. Starke steigende Ölpreise sind natürlich immer ein Druckmittel für die Inflation. Jetzt geht das Ganze zurück, könnte man halt auch antizipieren, dass hier der Druck auf die Inflation weiterhin etwas nachlässt. Stelle ich einfach mal so in den Raum. Gucken wir uns jetzt mal das Zinsumfeld an. Die Frage hier oben ist ja Rallye oder Crash. Warum stelle ich diese Frage jetzt an dieser Stelle? Ganz einfach, man liest in den Medien immer wieder von sogenannten invertierten Zinskurven. Das ist eine ganz, ganz wichtige Messquote, weil diese Invertierung ein Faktor ist, der in der Vergangenheit sehr, sehr häufig nach der Invertierung zu einem Bärenmarkt geführt hat. Das heißt, dass die Wirtschaft sich auch negativ entwickelt. Hier kommt dann immer wieder das Spiel oder das Wort in die Medien, dass wir hier die sogenannten wirtschaftsdeflationären Phasen haben. Hier das Ganze. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben jetzt hier natürlich immer auch ein paar Argumente in der Hand, warum die Rallye weiterlaufen kann. So, was bringt uns denn? Nummer eins, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Wir haben hier den Transportation Index in den USA. Der zieht leicht an. Das ist sehr, sehr gut. Warum? In den USA werden viele, viele Güter transportiert und aus diesem Grund eine gute Wirtschaft hat auch immer einen steigenden Dow Jones Transportation. Nummer zwei, der sogenannte Baltic Dry Index, der steigt ebenfalls. Der Baltic Dry Index, das ist ein Index, der misst, welche Güter sozusagen, Trockengüter, über die Seewege transportiert werden. Wenn der steigt, haben wir weltweit auch eine gute Nachfrage. Der steigt momentan. Das sind also Pro-Argumente, dass die Wirtschaft hier auch weiterlaufen kann. Und dann haben wir hier immer auch noch die sogenannte Zinssenkungsfantasie. Und die ist da und die kann die Märkte natürlich auch unterstützen. Und die nimmt dann natürlich auch so ein bisschen Druck raus von dem Thema der invertierten Zinskurven. Das Ganze hier also in dieser Stelle. Und was wir jetzt machen, ist, wir schauen uns mal ganz kurz die entsprechenden Charts mit an. Kurzen Augenblick, ich gehe mal ganz kurz hier in die entsprechenden Links. Ich habe das schon vorbereitet mit rein. Dann zeige ich das Ganze mal. Kurzen Augenblick. So. Das haben wir da. So, wir gucken uns die Indizes nämlich einfach mal kurz mit an. Wir gehen mal eben auf Bloomberg. Ich öffne das mal ganz kurz hier. So. Haben wir ihn. So, und zwar suchen wir da zuerst einmal den Transportation Index. So, hier haben wir es. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Also, wenn wir hier auf Bloomberg gehen, müssen wir hier oben einfach nur hier mal drauf gehen. Ich habe das gestern auch schon den Baltic Dry Index beispielsweise gehabt. Die Kürzel habe ich ja dahinter geschrieben. Und wenn wir uns diesen Chart hier mal anschauen, dann sehen wir halt an dieser Stelle, dass wir hier, wenn wir uns den mal anschauen, das ist der Baltic Dry Index hier, der steigt schön an, der ist nach oben laufend und das ist einfach ein Zeichen, dass die Wirtschaft auf der Welt doch funktioniert, dass wir hier viele, viele Güter haben, die über diese Routen entsprechend bewegt werden und das ist doch ein deutlich positives Zeichen an dieser Stelle. Das Ganze schauen wir uns mal noch mit Bezug auf die USA an, das heißt hier den Transportation Index. Hier haben wir TRAN, Doppelpunkt IND, ganz leicht zu suchen. Und da sehen wir auch das gleiche Bild. Wir schauen uns hier wieder mal den Chart an auf Jahresbasis. Und da sehen wir auch, wir haben hier
zwar Rückgänge auch gehabt, aber aktuell steigt das Ganze auch wieder etwas an. Das ist schon positiv zu sehen. Das heißt, von dieser Warte her ist hier auch alles wirklich gut und gerne mit in Ordnung und das Ganze hier mit zu untermauern für die entsprechende wirtschaftliche Leistung in den USA. Das heißt, hier haben wir schön die Pro-Argumente auf unserer Seite. Das heißt, hier Priorität sind Szenarien für steigende Indizes. Wir machen uns das ganze Bild dann mal auch hier an dieser Stelle in den Indizes mit zu schaffen. Das also ist die Argumentation, wo man sagen kann, aufgrund dieser Dinge haben wir hier wirklich eher die Karten für einen Fortlauf der steigenden Kurse an den Aktienmärkten mit drinnen. Das stützt dann auch den Dollar. Der Dollar bleibt weiterhin stark. Alles also pro Argumente. Gucken wir uns das Ganze mal auf der anderen Richtung an. Dann haben wir hier definitiv die Crash-Szenarien auch latent immer mit am Markt. Und wir wissen es, wir sehen es ja in den Medien auch immer wieder. Es gibt auch immer die Crash-Propheten, die immer wieder was versuchen, aus den Märkten rauszulesen. Ich persönlich halte davon überhaupt nichts. Ich lese lieber die Märkte. Ich habe sowas zwar immer mit im Hinterkopf, aber ich spiele es erst dann, wenn es wirklich vom Markt auch in die Gänge kommt. Das heißt, im Crash, was ist los? Thema Philly Fed Index. Den haben wir momentan etwas rückgängig am Laufen. Das ist halt wirklich so eine Sache, okay, wenn der jetzt rückgängig läuft, ist das ja nicht ganz so gut für die Wirtschaft. Ich gebe das Ganze hier auch mal ein. Da habe ich das Kürzel ja auch schon mit angezeigt hier an dieser Stelle. Das sehen wir auch auf Bloomberg hier. Das ist die Outfac. So, da rein hier. Outfac. F, Doppelpunkt, IND, da ist es da. Das suchen wir jetzt an dieser Stelle mal. Und das ist natürlich, hoppala, den will er nicht haben. Kurzen Augenblick, müssen wir mal kurz schauen, dass ich das richtig mache. Der Philly Fed Index, wenn nicht, stelle ich das jetzt mal ganz kurz zurück. Die Zahlen, die wir da haben, den haben wir ja in der letzten Woche auch bekommen, der fällt an dieser Stelle. Ich suche das gleich nochmal raus, das finden wir schon. Das ist kein Problem. Ich muss da nur mal kurz hier die Frage begeben. Hier, da google ich einfach mal schnell nach. So. Das kriegen wir schnell hin. So, da haben wir ihn. Und auch das Ganze hier, den Philly Fed Index. Wir sehen es hier, Philadelphia Fed Business Outlook Survey. Und das Ganze ist sinkend momentan. Ne? Schauen wir uns das Ganze mal auf Jahresbasis an. Und da sehen wir, der knickt schon ein. Das ist jetzt kein so gutes Zeichen, wo man einfach sagen kann, okay, die Wirtschaft wird sich jetzt einfach so weiter nach oben entwickeln und die Aktien werden weiter nach oben laufen. Was gibt der Philly Fed Index? Warum schaut die Federal Reserve da auch so auf? Er gibt ein gutes Bild über das Thema der Aufträge, Verkäufe, Löhne und Erwartungen hier aus Philadelphia. Das ist wichtig und da schaut man einfach auf drauf. Das ist das eine. Das zweite, wenn man sich mal so ein bisschen mit dem Ölmarkt beschäftigt, da bekommt man halt mit, dass wir auch in letzter Zeit eher, rückgängige Verbräuche haben. Die Einschränkung der Ölförderung wurde auch weiter verlängert. Das heißt, man versucht hier hinten dran die Preise niedrig zu halten. Das ist immer so ein bisschen ein Problem, wenn man einfach sieht, das könnte ja unter Umständen auch daran liegen, dass die Wirtschaft schwächelt, dass einfach weniger von diesem Rohstoff verbraucht wird. Das ist dann schlecht. Das ist ein Gradmesser, ein Indikator. Das ist dann sozusagen ein Argument dafür, dass wir doch eher eine rückläufige Wirtschaft haben. Und dann kommt noch ein weiteres Thema hier und das sind die sogenannten US-Zinskurven. Ja, die können wir uns auch mal raussuchen, die invertierten Zinskurven. Die Kürzel hierfür ist US-3MT für die dreimonatigen, US-2YT für die zweijährigen US-Treasuries, für die fünfjährigen ist es US-5YT und US-10YT. Das sind so die Kürzel, die man hier an dieser Stelle auch immer wieder mit anschauen kann, um das Ganze mal zu überprüfen. Und das hier mal zu sehen, wir haben die Zweijährigen im Vergleich zu den Zehnjährigen und die Dreijährigen im Vergleich zu den Fünfjährigen und dann noch die Dreimonatigen im Vergleich zu den Zehnjährigen. Das sind Stellschrauben. So, und wenn hier etwas invertiert, dann sind das häufig die Alarmzeichen. Und wenn wir das jetzt hier sehen, dann sehen wir aktuell, dass die kurzfristigen Zinsen 3 Monate und 5 Jahre sind invertiert.
Die dreimonatigen zu den zehnmonatigen sind ebenfalls invertiert. 2 Jahre und 10 Jahre, da ist noch alles im grünen Bereich. Das heißt, wir sehen hier schon eine gewisse Anspannung in den Märkten an dieser Front, dass wir in Teilen invertierte Zinskurven haben. Ja, das muss man akzeptieren. Und was man aus der Vergangenheit halt auch weiß, invertierte Zinskurven deuten oft auf eine Rezession hin. Was passiert an dieser Stelle? Man schichtet von kurzläufigen Papieren in die längerläufigen Papiere um. Und das Ganze drückt die Renditen der Langläufer. Das heißt, man muss ja immer auf die Renditen schauen, nicht auf die aktuellen Zinsen, sondern auf die Rendite. Und die Rendite ist halt das, was wichtig ist, weil das ist am Ende genau das Bild, was der Händler oder der Investor an dieser Stelle am Ende ausgezahlt bekommt. Ja? Und das heißt, wenn wir hier hohe Kurse haben, ist die Rendite entsprechend niedriger. Das kann man relativ gut sehen. Ich zeige das mal eben kurz hier beispielsweise am Chart von den Bundesanleihen hier. Gucken wir uns das Ganze mal an. Schaut euch das mal an. Die stehen immer, immer höher. Das heißt, die Kurse für diese Anleihen, die steigen einfach immer weiter an, weil wir eine hohe Nachfrage haben. Das heißt, man muss als Händler immer mehr dafür bezahlen, bekommt den gleichen Zinssatz, aber dadurch, dass man mehr bezahlt hat, hat man eine niedrigere Rendite. Ich kann das mal ganz kurz skizzieren hier. Kurzen Augenblick. Ich mache mal ganz kurz ein Zeichenprogramm auf, dass wir das einfach mal hier kurz quasi auf dem Blatt Papier skizzieren können an dieser Stelle. Das heißt, wenn wir uns das ganze Bild jetzt mal anschauen und wir sagen beispielsweise, wir bekommen hier an dieser Stelle, das mal kurz, also wir investieren hier. Na, aber das ist nicht so schön, wir machen das mal anders, wir machen das mal kurz in einem Excel-Sheet an dieser Stelle. So, das wird wahrscheinlich einfacher. So, also machen wir mal Folgendes. Nehmen wir mal an, wir investieren hier einen Nominalwert, ich sag mal von 10.000 Euro. So, der Zins, klassisches Beispiel, sage ich mal hier 3%. Und die Rendite nach einem Jahr sind dann sozusagen 3% von 10.000 Euro. Das sind 300 Euro an dieser Stelle. So, das ist das eine. Das heißt, derjenige, der an dieser Stelle 3% Zinsen bekommen hat, hat 300% Zinsen bekommen. Halt, wir machen mal hier. Das ist die Zinszahlung und das heißt, das wäre dann am Ende eine Rendite von 300 Euro. So. Das ist das eine. Moment, wir müssen mal noch hier noch eins mit reinschreiben. Und zwar brauchen wir hier noch den Kaufkurs. Frage in die Runde, kann man das lesen oder ist das zu klein? Ich warte mal kurz ab. Wenn nicht, mache ich es einfach mal etwas größer. So, machen wir es so. Das passt. Gut, also das haben wir jetzt hier und da an dieser Stelle hier natürlich noch den Kaufkurs. So, und der hier hat zu 100% gekauft. So, das heißt, 10.000 Euro sind bezahlt worden, Zinsen darauf gibt es 3%, Zinszahlung 300 Euro, Rendite entsprechend 300 Euro. So, jetzt hat der zweite hier auch wieder 10.000 Euro nominal gekauft. Der Kaufkurs war jetzt aber, ich mache mal ein ganz Beispiel hier, wir machen mal einen Kaufkurs 110. Ja, das heißt, was hat der bezahlt? Der hat ja am Ende, hat er bezahlt sozusagen 10% mehr. Der hat also 110 bezahlt obendrauf. Das schmälert die Rendite. Der Zins ist ebenfalls hier 3%. Die Zinszahlung sind ebenfalls 300 Euro. Aber wenn man mal die Rendite nach diesem Jahr vergleicht, hat man halt hier die Situation, dass der Händler an dieser Stelle ja 10% mehr bezahlt hat als
derjenige, der die Anleihe zu 100 gekauft hat. So, und wenn man das Ganze mal abzieht, muss man einfach konstatieren, nach dem Jahr hat der hier keine 300 verdient, sondern der hat verdient hier an dieser Stelle, halt momentan, so, 300 minus diese 100 Euro weniger. Das heißt, der hat eine niedrigere Rendite. Und das ist der Punkt. Je höher die Kurse steigen, je niedriger ist die Rendite. Die Renditen fallen also. Und das ist das Thema, wenn wir hören, die langfristigen Renditen fallen unter die kurzfristigen Renditen. Und das sind die Punkte, wo wir sozusagen an dieser Stelle diese Invertierungen sehen. Und das ist immer problematisch. Wenn wir invertierte Zinskurven haben und das Thema Rezession bekommen, dann ist das diese Spirale, die sich selbst fördert. Das heißt, an dieser Stelle, der Konsum schrumpft. Heißt also, die Wirtschaft schrumpft. Und man weiß das aus zahlreichen Studien. Hier beispielsweise habe ich mal eine Studie zitiert, eine Dissertation von 1986. Campbell L. Harvey ist Finanzprofessor an der amerikanischen Duke University. Und der hat in seiner Dissertation das Ganze mal untersucht und er hat dabei herausgefunden, dass nach einer Invertierung der Zinskurven, kurz zu lang, eine Rezession innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate stattgefunden hat. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist der Punkt, auf den ich hier an dieser Stelle einfach mal so die Gedanken mit hinlenken möchte. Wir haben momentan für beide Situationen, also für eine weitere Rallye oder aber auch für einen bevorstehenden Crash, die Karten auf dem Tisch. Wir müssen das einfach wissen und wir müssen jetzt in der Zukunft einfach schauen, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Ja, wenn die Fed wirklich richtig gute Arbeit leistet, hier die Invertierungen weggehen und die Wirtschaft sich weiterhin gut entwickeln kann, vielleicht auch das Handelsthema mit China, USA aus der Welt geschafft wird, dann ist alles gut, dann kann der Markt sich weiter normal mit entwickeln, alles ist schick. Kommt es aber dazu, dass sich das Ganze doch eher in die negative Richtung entwickelt, vielleicht eine Verhärtung der Fronten in den Handelsstreitigkeiten, vielleicht mehr Probleme im Ölsektor, vielleicht irgendwelche Brandherde, die wir haben, irgendwelche Kriege, gibt es ja immer wieder, haben wir ja jetzt in letzter Zeit auch im Iran gehabt. Da kann was aufflammen, das muss man im Blick auch immer haben. Oder wenn die Zinsen doch weiter invertieren sollten, das könnte dann negativ auswirken. Und das haben wir jetzt alles mal einfach aufs Tableau gebracht. Und jetzt schauen wir einfach in den nächsten Monaten, wie sich das Ganze hier entwickelt, wie sich die Zinskurven weiterentwickeln, die Argumente für Pro und Contra, wie die unterfüttert werden und was der Markt beginnt zu spielen. Das Ganze kann man dadurch gut und gerne sehen, um das Ganze hier mit rauszuholen. Das also ein paar kleine Gedanken um das Thema für die heutigen Non-Farm Payrolls. Und wir gucken jetzt einfach nochmal in die entsprechenden Charts hinein. Ich habe vorhin in unserer Marktbesprechung schon mal die großen Indizes hier beispielsweise auch mit beleuchtet und wir haben jetzt hier die Situation, dass wir, sag ich mal, auf Allzeithochs in den US-amerikanischen Indizes mitstehen. Heißt also, momentan ist alles relativ gut und wenn es keine bösen Überraschungen gibt in den Non-Farm Payrolls, dann ist damit auszugehen, dass sich das Bild mittelfristig auch weiter fortsetzen kann und das Ganze hier zu sehen. Klassische Anreize, wo man jetzt einfach sagen kann, okay, man hat jetzt hier deutliche Marker, wie sich das Ganze um diese Non-Farm Payrolls entwickeln kann, sieht man momentan noch nicht. Wir haben halt jetzt leider die Situation, wie sie ist, dass das Handelsvolumen in Amerika relativ schlecht ist. Aber wenn wir hier mal gucken in die kleineren Zeiteinheiten, dann haben wir jetzt hier oben diesen Seitwärtslauf und wenn wir uns den schönen trendigen Markt hier auch mal angucken und uns mal beispielsweise auf diesen letzten Aufwärtsschub hier auch beziehen, dann kann es durchaus sein, wenn man das mal hier reinnimmt und sich sagt, okay, das, was ich hier habe, war jetzt mal der Aufwärtstrend. Ich zeichne den mal ganz kurz auf. Also das ist der letzte Trendschub hier in der Stunde, wo es so richtig schön nach oben auch mitging. Da kann man auch sagen, okay, wenn der Markt jetzt hier mal anfangen sollte, durchzuatmen, ja, dann haben wir doch gewisse Anlaufmarker, die wir aus dem Trendverlauf auch erkennen können. Und die sind wichtigerweise gut, wenn man die Trends oder die Charts dazu nutzt, seine Trades auch vorzubereiten. Und da sehen wir momentan ein Verharren auf recht hohem Niveau. Und wir sehen auch eine Marke, die wichtig sein kann, nämlich hier unten. Da haben wir unten drin einen Support-Level liegen.
unter denen die Markt oder der Markt jetzt nicht wirklich gefallen ist in dieser Zeit. Das wären hier an dieser Stelle eine Möglichkeit, wenn wir drunter fallen, dass wir hier ein bisschen korrektive Ausdehnung bekommen. Anlauflevel wäre dann sozusagen hier unten zum einen mal dieses Ausbruchsniveau hier an dieser Stelle, beziehungsweise den Marker, wo wir hier im größeren Bild oben drüber gelaufen sind. Hier drüben, das ziehe ich mal eben rüber, hier diese Bereiche in etwa, also um die 26.900 beziehungsweise hier 26.000, knapp 700 Punkte Marke. Und dann hier mit Blick auf diesen Trend, wenn man einfach davon rechnen kann, wo könnte denn möglicherweise Support auch warten. Das sind dann die klassischen Korrekturtiefs an dieser Stelle, die man immer wieder in den Märkten auch sehen kann. Die Bereiche sind ja da. Das sollte man dann auf der Uhr haben. Das heißt, zum einen könnt natürlich da reinlaufen. Zum anderen gelten diese Level dann aber immer auch gerne als Support-Level. Irgendwann hört dann der Verkaufsdruck aus. Wir warten mit Verkauf oder wir warten mit Kauforders am Markt hier auf. Es kommt Druck nach oben rein und alles läuft hin. Das kann man gut und gerne nehmen. Wie schon gesagt, der Bruch nach oben durch, das wäre dann auch eine Geschichte. Dann weitere Fortsetzung der aktuellen Bewegung, weil ein bisschen Potenzial ist ja auch noch da, wenn wir uns das Ganze mal ausmessen hier an dieser Stelle, wenn wir mal sehen, wie weit der Markt dort auch zurückgekommen ist. Das heißt, wir sind ja hier oben raufgegangen bis hier unten rein an dieser Stelle. Und wenn man dieses Fenster einfach mal nimmt und das Ganze hier oben drauf setzt, dann hat man auch schon eine gewisse Marke, in die der Bereich mittelfristig auch reinlaufen kann, möglicherweise auch durch eine Überraschung. Wir sehen es, das sind dann hier die knapp 27.000, etwas unter 200 Punkten. Und das ist doch auch etwas, wo wir sehen, wir haben hier durchaus auch noch das ein oder andere Potenzial zur Oberseite mit hin. Das dafür. Ich hoffe, es hat etwas interessante Informationen rund um das Thema Non-Farm Payrolls gegeben. Bleibt hier achtsam, handelt immer das, was ihr an den Märkten seht. Und dann passt das Ganze schon. An dieser Stelle alle einen interessanten Freitag, gute Trades und dann natürlich einen entspannten Start ins Wochenende. Bis Montag, 8.30 Uhr, gibt es wieder den nächsten Blog-Eintrag, beziehungsweise den gibt es vorher. Das Live-Webinar zur Markteröffnung am Montag gibt es wie immer dann um 8.30 Uhr. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.